Mein Name ist Manfred Engelhardt. Ich bearbeite die technischen Themen für Rechenzentren inklusive der Nachhaltigkeitsthemen. Ich bin der Director of Technology hier für dieses Segment. Und mein Ziel ist es, den technischen Fortschritt und die technischen Möglichkeiten so einzusetzen, dass bestmöglich die Umwelt geschützt wird und gute Rechenzentren dabei entstehen. Derzeit bauen wir von amerikanischen Hyperscale-Kunden 4 große Datencenter gleichzeitig in Asien und in Europa. Und dieser Kunde achtet sehr stark auf die CO2-Reduktion, weil er eben seine Nachhaltigkeitsziele erfüllen möchte. Für den Blick auf Nachhaltigkeit planen wir die Rechenzentren möglichst so, dass wir wenig Land verbrauchen, wenig Strom verbrauchen und den Kühlwasserbedarf optimieren, also Ressourcen zu schonen. Klimaschädliches CO2 einzusparen hat 2 Aspekte, einmal beim Bau und dann beim späteren Betrieb über viele Jahre durch unsere Kunden. Wir haben modulare Vorfertigung, dass ganze Module auf den Bau kommen, die dann einfach nur noch zusammengesetzt werden. Es geht dann auch noch um kurze Transportwege, dass die Module nicht weit transportiert werden müssen. Und dann kann man durch Just-in-Time-Delivery die Wartezeiten vermeiden oder minimieren. Erneuerbare Energien im Zusammenhang mit Rechenzentren haben natürlich viel miteinander zu tun. Um CO2 einzusparen, brauche ich Windstrom, PV-Strom und die neuen Themen wie Energiespeicher, Stromspeicher sind wichtig für die Versorgungssicherheit eines Rechenzentrums, weil wir dürfen nie den Strom ausfallen lassen bei dieser kritischen Anwendung. Alternativ kann man mit Trockenkühlung arbeiten und das Trinkwasser einsparen. Wir haben neue Technologien wie Direct-to-Chip-Cooling, da holen wir also am Chip direkt die Wärme ab, können dann in geeigneter Wärme, also 60 Grad plus, die Nachbarschaft zum Beispiel mit Heizwärme versorgen. Wenn zum Beispiel Stromknappheit ist, können wir die Diesel und die Batterien anwerfen, um das Netz zu stützen. Hier in Deutschland noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in anderen Ländern, wo das Netz nicht so sehr stabil ist, wird es sehr wohl angewendet. Ich bin überzeugt, Nachhaltigkeit durch Technologie, durch die Anwendung neuer Technologien ist absolut möglich. Wir bei Exite werden unseren Teil dazu beitragen.